Ja, schönen guten Abend, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ich möchte Sie ganz herzlich im Namen des Deutschen Filmmuseums zu unserer Reihe Deutscher Herbst 1977 begrüßen, die wir anlässlich des 40. Jahrestages hier zeigen, gemeinsam mit dem Forschungszentrum Historische Geisteswissenschaft. Hierfür möchte ich mich zunächst ganz herzlich bei Herrn Brundel und Frau Rauscher bedanken für die gute Zusammenarbeit. Herzlichen Dank. Das ist die zweite Kooperation, die wir gemeinsam machen mit dem Forschungszentrum. Wir hatten im vergangenen Jahr die großen Schlachten des Jahres 1916 behandelt, in einzelnen Veranstaltungen über das ganze Jahr hinweg. Und ja, da es doch eine sehr erfolgreiche Veranstaltung war, wollten wir das gerne in diesem Jahr mit einem anderen Thema fortsetzen. Dieses Jahr eben ein bisschen kompakter, eben über einen Monat verteilt. Die nächsten Veranstaltungen sind jeweils dienstags um 18 Uhr, jeweils auch mit Einführung. Die Reihe nennt sich zwar Deutscher Herbst 1977, aber sie konzentriert sich eben nicht nur auf das Jahr 1977, sondern wir zeigen auch sozusagen das davor und das danach und haben versucht, mit der Auswahl der Filme aus mehreren Jahrzehnten auch verschiedene Sichtweisen und verschiedene Aspekte aufzugreifen. Neben Filmen, die in unmittelbaren Kontext mit den Ereignissen erstanden sind, zum Beispiel den Film, den wir nächste Woche zeigen, Brandstifter von Klaus Lemke, der als Reaktion eben auf die Kaufhausbrandstiftungen entstanden ist, oder auch Deutschland im Herbst, der kurz nach den Ereignissen im Herbst 1977 entstanden ist. Wir zeigen unter anderem die dritte Generation von Rainer Werner Fassbinder, der sozusagen damals einen Blick nach vorne gerichtet hat, auf die damals eben noch nicht existierende dritte Generation. Und wir zeigen als letzten Film im Programm Blackbox BRD, der sich mit dem letzten Attentat der RAF auseinandersetzt an Alfred Herrhausen und der sozusagen die Biografie von Herrhausen neben der Biografie von Grams, also Täter und Opfer sozusagen nebeneinander stellt. Und der heutige Film, eben aus dem Jahre 2015, sozusagen der jüngste Film, wirft einen Blick von außen auf die Bundesrepublik Deutschland, der RAF-Ära, und er montiert seinen Film ausschließlich aus Archivmaterialien, darunter zahlreiche Filmausschnitte, Fernsehbeiträge, Tonbandaufnahmen, und er setzt diese ohne Kommentar und auch ohne Interpretation sozusagen nebeneinander und lässt das Material eben für sich sprechen. Und ich möchte schließen mit einem Kommentar sozusagen des Filmemachers selber. Ich zitiere, dass ich auch den Mitgliedern der RAF durch ihre Kommentare, Reportagen und Filme eine Stimme gebe, schreibt zwar wieder die Geschichte neu, noch sollen so die vergangenen Verbrechen entschuldigt werden. Mein Anliegen ist es vielmehr, die Tür zu einer vollständigeren Diskussion zu öffnen über das Wesen der Taten und unsere eigene Menschlichkeit. Dem Publikum begegnet in den Echos der Vergangenheit ein Stück Geschichte, das die BRD wesentlich geprägt hat und das bis heute essentielle Fragen aufwirft. Wie ist es möglich, Gewalt zu vermeiden und zu verweigern? Wie ist es weiter möglich, an Kultur und Kunst zu glauben, als Weg der Einseitigkeit und Radikalisierung zu entkommen? Fragen, die immer noch die unseren sind. Jean-Gabriel Periot. Und damit möchte ich das Wort an Herrn Brundel weitergeben. Vielen Dank, liebe Natascha Gikas. Auch meinerseits herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Und auch meinerseits mein Dank an die Kolleginnen und Kollegen des Deutschen Filmmuseums. Ich möchte ganz kurz nur Ihnen mitteilen den Ablauf des heutigen Abends. Wir zeigen jetzt den soeben angekündigten Film und werden dann unmittelbar im Anschluss daran hier vorne eine Podiumsdiskussion durchführen mit einem wirklich tollen Podium. Es sind bei uns heute von der Universität Bielefeld Frau Professor Gisela Diewald-Kerkmann, Zeithistorikerin. Zeitgeschichte ist per Definitum die Geschichte, die noch glüht. Und das passt ja zu diesem Thema in besonderer Weise. Liebe Gisela, schön, dass du da bist. Wir haben außerdem dabei die zweite Dame auf dem Podium, Gabriele von Lützow. Sie ist Zeitzeugin. Sie war damals in der Landshut, als die Maschine entführt wurde. Und auch ganz herzlichen Dank, liebe Gabriele, dass du hier bist.
Ferner haben wir als Rechtswissenschaftler, auch das ist ja für dieses Thema ganz essentiell, den Rechtswissenschaftler Herrn Professor Klaus Günther von der Goethe-Universität Frankfurt. Lieber Herr Günther, vielen Dank, dass Sie heute Abend hier sind. Und als vierten Zeitzeugen haben wir, auch das passt gut in die Frage der justiziablen und, sagen wir mal, polizeistaatlichen Aufarbeitung, ebenfalls einen Zeitzeugen, nämlich Herrn Dieter Fox. Er war damals bei der Grenzschutzeinheit 9 und unmittelbar involviert. Lieber Fox, auch Ihnen ein herzliches Willkommen. Schön, dass Sie da sind. Meine Damen und Herren, ich hoffe, ich habe Ihnen sozusagen einen Spannungsbogen jetzt aufgezeigt und freue mich nachher mit den vier genannten Personen diese Diskussion hier vorne für Sie durchzuführen. Und jetzt heißt es erst einmal Film ab. Vielen Dank. So, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie jetzt noch einmal kurz, sage noch mal ganz kurz, wer hier auf dem Podium sitzt. Vorgestellt habe ich ja unsere Diskutanten schon ganz kurz. Zu meiner Rechten Frau Professor Diewald Kerkmann aus Bielefeld, zu meiner Linken Herr Briele von Lützau hier aus Frankfurt, wiederum zu meiner Rechten Herr Professor Günther aus Frankfurt und zu meiner Linken Herr Fox aus Meerbusch. Frau Diewald Kerkmann, wir haben den Film gesehen und wir haben eingangs gehört, dass der Film auch zum Zweck habe, zu Diskussionen anzuregen über die Radikalisierung. Wenn Sie jetzt den Film vor dem Hintergrund Ihres Wissens über die 60er Jahre, über die Entstehung der Studentenbewegung und auch die Entstehung des Terrorismus Revue passieren lassen, wie würden Sie den Film dann bewerten? Ja, vielen Dank. Also ich habe den Film vorher noch nicht gesehen. Also ich finde, er zeigt sehr gut die Komplexität des heutigen Themas. Also es wird wirklich also sehr deutlich, dass das wirklich ein sehr schwieriges Thema ist. Drei Stränge erscheinen mir sehr wichtig. Der erste Strang ist, nach meiner Meinung, in welchem Maße die persönliche Entwicklung der Gründungsmitglieder der Roten Armee-Fraktion gezeigt wird. Das wird ja sehr ausführlich, Ulrike Meinhof, Holger Mainz und Gudrun Enslin und Andreas Bader am Rande eigentlich. Aber das wird sehr systematisch aufgezeigt, welche Entwicklungsprozesse wirkten. Der zweite Strang, der mir natürlich sehr wichtig scheint als Historiker, ist der zeithistorische Kontext. Ich finde, es wird sehr gut gezeigt, wie die Geschichte sich entwickelt hat. Angefangen von der nicht bewältigten NS-Geschichte, über Vietnam, über autoritäre Strukturen in Universitäten, über die Beweggründe der Studentenbewegung, aber auch das Scheitern der Studentenbewegung. Ich finde, wird sehr gut gezeigt, auch diese Aussichtslosigkeit. Dann werden wichtige Zäsuren angeführt, die mir schon zum Verständnis der Roten Armee-Fraktion zentral erscheinen, nämlich einmal der Tod von Benno Ohnesorg am 2. Juni 1967. Also wir wissen mittlerweile in der Terrorismusforschung, dass dieser Tod eine Zäsur darstellte und letztlich auch die Radikalisierung extrem forcierte. Dann das Attentat auf Rudi Dutschke im April 1968 und dann letztendlich auch die Gründung der Roten Armee-Fraktion im Mai 1970 mit der Befreiung von Andreas Bader. Ich habe den Eindruck, dass diese einzelnen Schritte sehr klar und sehr deutlich gezeigt werden, aber auch die Eskalation wird sehr deutlich. Und damit komme ich zum dritten Strang, der, glaube ich, sehr deutlich geworden ist, nämlich die Gewaltfrage. Also man konnte sehr gut sehen, wie eigentlich die Gewalt tatsächlich immer mehr Thema wurde. Also wir müssen sehen, die Studentenbewegung hat ja vorher eigentlich Regelverletzungen und wie das umschlug. Und was ich so ein bisschen vermisst habe, obwohl das kam vielleicht zwischendurch raus, nämlich das Wechselverhältnis. Also das heißt, die Dynamik, die in der Gesellschaft war. Das heißt also, die Aktionen der Studenten hatten auch immer eine Antwort natürlich von staatlichen Stellen. Und ich glaube, diese Eskalation, die hätte an einigen Stellen noch deutlicher werden müssen, weil die war tatsächlich auch hinterher ausschlaggebend für diese enorme Radikalisierung von einzelnen Gruppen. Vielen Dank. Gabriele von Lützau, als die Studentenunruhen begannen, waren Sie Jugendliche, junge Erwachsene. Aber das Zeitgefühl hat man ja wahrscheinlich auch erlebt. Oder wie haben Sie es erlebt? Gab es bei Ihnen in der eigenen Entwicklung auch das Gefühl, ich muss mich hier politisch positionieren oder gar auch radikale Antworten finden auf gesellschaftliche Zustände? Oder war das damals für Sie kein Thema? Wir waren alle links. Nur die Idioten waren rechts. Also alle meine Freunde, wir waren alle
sagen wir mal, in Richtung Sozialdemokratie. Und ich bin dann auch mit 19 in die Sozialdemokratische Partei Deutschlands eingetreten, weil ich der Typ für den Marsch durch die Institutionen war. Und zwar schon bevor Rudi Dutschke das gesagt hat. Also für mich war das selbstverständlich, dass man in einem politischen Prozess in einer Demokratie das auf parlamentarischem Wege macht und nicht ein Kaufhaus abfackelt. Ich habe gesagt, das sind völlige Idioten. Warum machen die da sowas? Gewalt erzeugt Gegengewalt. Ich habe das nie wirklich verinnerlicht oder verstanden und ich habe mich da auch immer ganz klar gegen positioniert. Vielen Dank. Herr Günther, vielleicht an Sie die Frage, Frau Diewald-Kerkmann und auch Frau von Lutzow haben gerade die Gewaltfrage angesprochen. Aus rechtswissenschaftlicher Perspektive, Sie haben ja Ihren, wenn man so will, Kollegen, Herrn Mahler, hier erlebt in dem Film. Wie würden Sie denn dessen Entwicklung und dessen Sichtweise und dessen, sagen wir mal, Interaktion, zunehmende vielleicht auch Identifikation mit seinen Mandanten und der Terrorbewegung einschätzen? Ja, das setzt historisches Wissen voraus, was ich so im Einzelnen jetzt nicht habe über Horst Mahler. Ich meine, er hat sich ja dann auch noch weiterentwickelt in ganz andere Zonen. Er hat sich ja dann auch noch in ganz andere Gefilde hineinentwickelt. Also heute ist er ja rechtsradikal. Was man vielleicht rückblickend sehen kann, ist, dass Horst Mahler zusammen mit den anderen Anwälten da aus diesem sozialistischen Anwaltskollektiv zu einer Generation von Rechtsanwälten gehört hat, die angefangen haben, Strafprozesse und die Rolle des Verteidigers anders zu definieren, als das vorher vielleicht der Fall war. Nämlich indem sie versucht haben, das, was an prozessualen Möglichkeiten rechtlich für eine Verteidigung vorgesehen war, extensiv zu nutzen. Das ist rechtsstaatlich vollkommen in Ordnung. Das ist also die Aufgabe eines Strafverteidigers. Aber das Selbstbewusstsein, mit dem diese Verteidiger das damals getan haben, war, glaube ich, in dieser Zeit etwas Ungewöhnliches. Und hatte vermutlich, so will ich das rückblickend sagen, für die Justiz und vielleicht auch für Teile der Gesellschaft, die solche Prozesse etwas genauer beobachtet hatten, was Provozierendes. Das war sozusagen ein neuer Ton. Das ist etwas, was sich eigentlich, man muss sagen, zum Glück über die Zeit hin erhalten hat. Also ein neues Selbstverständnis von Strafverteidigern und von Strafverteidigung. Dass dabei selber auch Fehler gemacht wurden, das Recht missbraucht wurde, das will ich gar nicht abstreiten, aber insofern war das ein gewisser Fortschritt auch in Rechtsstaatlichkeit und in rechtsstaatlicher Strafverteidigung, dass damit im Grunde ein neues Selbstverständnis von Strafverteidigung etabliert wurde. Sie haben zwei Stichworte genannt, die ich gerne aufgreifen möchte mit Blick auf Sie, Herr Volks, nämlich das Selbstbewusstsein der Akteure. Und auch das provokative Element. Herr Volks, Sie waren lange Jahre Polizist beim Bundesgrenzschutz. Sie sind sozusagen Vertreter der Ordnungsmacht. Inwiefern oder wie interpretieren Sie jetzt auch im Rückblick dieses Selbstbewusstsein und die provokative Kraft der Akteure von damals? Und welche Erfahrungen haben Sie vielleicht selbst gemacht? Zu dem Zeitpunkt, diesen Zeitpunkten, die wir gesehen haben, da war ich junger BGS-Beamter. Wir haben das verfolgen müssen im Rahmen unserer täglichen Ausbildung, hatten aber als Bundesgrenzschutzbeamte noch nicht so den Zublick und schon gar nicht den Zugriff auf diese Situation. Gleichwohl hatten wir festgestellt, dass sich da etwas anbahnt, welches möglicherweise Komplikationen für die Grundfesten der Demokratie geben kann. Oder ein Angriff auf die Rechtsstaatlichkeit. Ich meine heute noch, dass in vielen Fällen Demonstrationen und Studentenbewegung alles gut, kann man völlig rechtfertigen und ist völlig in Ordnung, in humaner und vernünftiger Art und Weise
Ich meine, dass bestimmte Personen zum damaligen Zeitpunkt dieses vordergründig genutzt haben. Und das ist in vielen Argumenten von insbesondere von Andreas Bader, aber auch von einigen anderen immer wieder zum Vorschein gekommen, dass das zu wenig ist, dass das zu harmlos ist, dass das zwar eine Revolution oder Beginn einer Revolution ist, einer sogenannten, aber nicht dazu führt, zu den Zielen, die man eigentlich erreichen wollte. Andreas Bader war ein relativ primitiver Mensch, hat zwar Kunst studiert, aber abgebrochen, aber in seinen Taten hinterher, da gibt es mehrere Belege dafür, auch in Aussagen hat er sich also so verhalten, dass er nur mit radikalem Denken und zum Schluss hat sich sogar rausgestellt, mit reiner Mordlust versucht hat, diese Gruppe zu führen. Diese Provokation, die zum damaligen Zeitpunkt nach den Ideen von Dutschke und einigen anderen in der Studentenbewegung proklamiert wurden, waren in Ordnung, sollten zielführend sein. Das Problem hatten wir nur, dass der deutsche Staat zum damaligen Zeitpunkt, das waren so die Endausläufer des Wirtschaftswunders, nicht so richtig in der Lage war, dieser Sache Herr zu werden, weil man so etwas nicht kannte. Das war neu, das war ein Angriff auf die Demokratie, die hat gefälligst nicht zu sein, die durfte nicht sein und insofern war man relativ machtlos, was einmal die rechtliche Seite betraf und schon gerade die polizeiliche Seite. Ja, vielen Dank. Darauf werden wir gleich noch zu sprechen kommen. Sie haben Andreas Bader erwähnt und dessen sozusagen im Vergleich zu den anderen, insbesondere zu den weiblichen Protagonisten, Primitivität. Frau Diewald-Kerkmann, die RAF-Terroristen gelten heute oft, man kann das in den Medien auch lesen, als fehlgeleitete Idealisten. Das haben wir in gewisser Weise auch in dem Film sehen können, gerade in der Person von Ulrike Meinhof, die ja als Kolumnistin vorgestellt wurde und dann sozusagen zur Terroristin wurde. Was waren denn die ideellen Grundlagen der Protestbewegung und auch des Terrorismus? Zugespitzt gefragt, ist die RAF ein Produkt der 68er? Also ich versuche das mal durch unterschiedliche Teilbereiche noch mal ein bisschen auseinander zu differenzieren. Also zunächst müssen wir sehen, das Phänomen haben wir sehr häufig, dass nach einer breiten Protestbewegung ein Teil, eine kleine Gruppe nicht bereit ist, auch den Weg durch die Institution zu gehen, den Marsch durch die Instanzen zu wählen oder auch sich, wie viele damals nach dem Scheitern der Studentenbewegung, haben sich etliche privatisiert und eine kleine Gruppe hat sich radikalisiert. Das haben wir häufig, dass eine kleine Gruppe nicht bereit ist, zurückzuweichen, sondern sagt, wir haben die falschen Mittel gewählt, wir müssen andere Mittel wählen. Das ist, glaube ich, dieses Phänomen kennen wir aus der Geschichte. Was aber interessant ist bei der Gruppe, also ich wäre, wenn wir uns die einzelnen Personen anschauen, das waren ja nicht die normalen Kriminellen in Anführungszeichen, das waren, wenn wir sehen, Ulrike Meinhof, Gudrun Enslin und auch Horst Mahler, das waren Stipendiaten der Deutschen Stiftung des Deutschen Volkes, das waren Personen, die in der Regel wie Horst Mahler ein Studium hatten, oder wie Ingrid Schubert war eine Ärztin, Monika Berberich war eine Juristin, das heißt, wir haben etliche, die schon aus den höheren Schichten kommen. Das heißt, in der Regel sehr qualifiziert waren. Von daher war es auch ein Problem für die Justiz, weil das waren ganz andere Angeklagten. Das waren nicht der normale Kleinkriminelle, sondern das waren in der Regel Personen, die gut ausgebildet waren und enorm eloquent waren. Zu Andreas Bader möchte ich doch noch mal was sagen, weil da haben wir lange Diskussionen. Sie haben natürlich recht, er war zunächst ein Kleinkrimineller. Das würde ich absolut unterstützen. Aber man muss sehen, diese Informationen habe ich selbst von einem BKA-Mann bekommen. Er muss sich während der Haft qualifiziert haben. Er muss sich während der Haft, hat er viel gelesen, sodass wir da vielleicht auch ein bisschen unsere Meinung korrigieren müssen und sagen müssen, er hat sich im Laufe der Zeit schon stark auch mit theoretischen Fragen auseinandergesetzt. So, und jetzt zu deiner Frage, was man natürlich sagt, die erste Generation, da würde ich schon sagen, dass wir da eine politische Dimension sehen müssen. Also es gab, wie wir ja auch alle wissen, Ulrike Meinhof war der absolut theoretische Kopf der Roten Armee-Fraktion. Und Ulrike Meinhof hat auch das Konzept Stadtguerilla geschrieben. Und da ist auch eine Begründung drin. Man mag dazu stehen, wie man will, aber es war schon eine politische Dimension. Und die politische Dimension sah so aus,
dass vor dem Hintergrund des Befreiungskampfes gingen sie davon aus, dass die Bundesrepublik Deutschland ein faschistoider Staat sei. Und das Ziel müsse sein, durch diese aggressiven Taten, diesen Staat zu entlarven. Das heißt, also es war schon eine ideologische Ausrichtung, auch wenn das Problem und ein Grundsatz war, dass man das nur durch Praxis machen kann. Also das heißt, nur durch die konkrete Tat. Das Problem ist natürlich gewesen, das kam in dem Film gut raus. Diese Gruppe verstand sich als Avantgarde, als Elitegruppe. Und sie hatte Unterstützung zwar im Sympathisantenmilieu und hatte auch schon starke Sympathisantenkreise, aber in der breiten Bevölkerung befand sich keine Akzeptanz. Das müssen wir einfach feststellen. Und wenn wir dann die zweite, dritte Generation, dann höre ich auf, die zweite Generation hatte eigentlich nicht mehr dieses Ziel. Das heißt, die politische Dimension verlor sich im Laufe des Prozesses der Roten Armee-Fraktion. Und die zweite Generation hatte eigentlich nur noch das Ziel, die Gründungsmitglieder zu befreien. Das war eigentlich nur noch das Ziel der zweiten. Und bei der dritten ist es wieder ein bisschen komplexer. Da kann ich vielleicht nachher nochmal drauf eingehen. Vielen Dank. Wir haben die Aussage von Bundeskanzler Schmidt gehört, der Rechtsstaat, Herr Günther, müsse notfalls auch bereit sein, bis an seine eigenen Grenzen zu gehen. Wenn Sie, Herr Günther, die damalige justizförmige Behandlung der RAF und ihrer Taten betrachten, wo ist der Rechtsstaat an seine Grenzen gegangen? Wo ist er auch darüber hinausgegangen? Nicht so einfach zu beantworten. Also muss man vielleicht auch die ganze Vorgeschichte mit einbeziehen. Also in den ersten Verfahren, in denen ja auch es erstmal nur um Regelverletzungen ging, Landfriedensbruch und solche Dinge, glaube ich, kann man schon sagen, dass die Justiz eher undemokratischen Traditionen noch verhaftet war und deswegen ja auch diese provozierende Wirkung dieser selbstbewusst auftretenden Verteidiger und Anwälte mit der strukturell irgendwie überfordert war. Das hat sich natürlich alles dann nochmal verschärft in dem Maße, wie die Taten selber sich radikalisierten, wo es dann eben auch um die Tötung von Menschen ging. Man vielleicht sagen kann, dass auch in den gesellschaftlichen Reaktionen, und das zeigt der Film ja auch, also diese wechselseitige Radikalisierung zwischen dem Staat und den Angeklagten und der RAF und den Gruppen, die um sie herum waren, extrem zugenommen hat. Vielleicht ist es ja weniger die Justiz selber, also die Justiz selber war dann spätestens mit dem Stammheim-Verfahren ziemlich überfordert. Also einige Tonbandmitschnitte konnte man in dem Film ja hören von diesem Stammheimer Verfahren mit Richter Prinzing. Dieses sich über lange Zeit hinziehende Verfahren, immer wieder begleitet von Hungerstreiks und dann eben zunehmender Radikalisierung. Und dann ist etwas geschehen, was man in der Zeit, da würde ich sagen, hat man sich tatsächlich im Grenzbereich des Rechtsstaatlichen und vielleicht schon jenseits davon aufgehalten. Dann hat der Staat sich, auf jede Herausforderung hat er punktuell reagiert. Also er hat sich im Grunde treiben lassen von immer wieder neuen Aktionen und darauf dann mit Gesetzgebung reagiert. Das sind rechtstechnisch teilweise komplizierte Dinge. Hauptsächlich ging es um das Strafverfahren und die Rechte der Verteidigung. Die sind schrittweise abgebaut worden, teilweise in direkter Reaktion auf Geschehnisse in Stammheim. Also zum Beispiel die Möglichkeit, ein Verfahren gegen einen Angeklagten, ein Strafverfahren weiterzuführen, wenn der Angeklagte sich vorsätzlich verhandlungsunfähig gemacht hat, also Hungerstreik. Dieses Gesetz, das steht auch auf der Liste in dem Film, sieht man im Hintergrund im Bundestag, und dann wird diese ganze Liste von Gesetzesänderungen aufgeführt, die eigentlich erstmal für einen Laien, glaube ich, unheimlich technisch klingen, die aber natürlich fundamentale Prinzipien einer rechtsstaatlichen Strafverteidigung berühren.
Und so ein Gesetz wie eine Strafprozessrechtsänderung, dass man das Verfahren auch ohne den Angeklagten weiterführen kann, wenn er sich vorsätzlich selber verhandlungsunfähig gemacht hat, war eine direkte Reaktion. Und wie man inzwischen weiß, von den Stammheimer Richtern selber angeregt. Während des laufenden Verfahrens ein solches Gesetz zu verabschieden im Bundestag. Also rechtstechnisch ist das ein reines Maßnahmegesetz. Ja, es war direkt zugeschnitten auf die Verhandlungssituation in Stammheim. Aber natürlich in der Verkleidung eines allgemeinen Gesetzes, sodass man diesen Bezug nicht erkennen konnte und auch lange Zeit nicht erkannt hat, obwohl es natürlich starke Vermutungen gab, dass das auf direkte Anregung der Richter zustande gekommen ist. Und da würde ich sagen, das waren so Bereiche, in denen der Staat die Grenzen eines demokratischen Verfassungsstaates gegangen ist. Andere Beschneidungen der Verteidigerrechte, dann kam das Kontaktsperregesetz, dann später während der Schleierentführung, waren weitere Eingriffe eigentlich in das, was man ein faires Strafverfahren mit dem Prinzip der Waffengleichheit zwischen Verteidigung und Anklage und Gericht bezeichnen kann. Das meiste von dem ist bis heute im Gesetz geblieben. Das wäre meine Frage gewesen. Ist es sozusagen speziell für diesen Fall gewesen, zurückgenommen worden? Nein, wenn ich es richtig verstehe, diese Gesetze gelten fort. Gabriele von Lützow, Idealisten, Fehlgeleitete war ein Stichwort gerade. Und wir haben von Frau Diewald-Kerkmann noch einmal gehört, in welcher Weise sozusagen sich ideologisch da eine Radikalisierung vollzogen hat. Sie haben nun ganz konkret, ganz direkt Terroristen, nicht die der ersten Generation, aber der späteren, erlebt, waren konkret in Gefahr. Wenn Sie die Redewendung von den fehlgeleiteten Idealisten hören und auch die Erklärung, können Sie das in irgendeiner Form verstehen oder sozusagen ist das eine Begrifflichkeit, die Sie vielleicht grundsätzlich ablehnen? Also so hat es begonnen, aber geendet hat es einfach in brutalem Mord. Und dafür gibt es für mich überhaupt niemals eine Entschuldigung oder eine Erklärung. Und wenn eine wohlmeinende, idealistische Gruppierung, die für den Arbeiter ist, sagt, dass Polizisten zum Beispiel keine Arbeiter sind, sondern Schweine und deswegen darf man sie umbringen. Oder wenn sie beim Schleier zum Beispiel sind ja die Arbeiter abgeknallt worden, ohne mit der Wimper zu zucken. Die haben nicht etwa die Elite abgeschossen, sondern sie haben einfach gemordet. Das ist durch nichts, aber durch auch gar nichts zu entschuldigen. Durch keine Art von Ideologie. Herr Fox, wir haben gehört bei Herrn Günther, dass der Staat zunächst einmal überfordert war mit dieser Art der selbstbewussten und dann zunehmend radikalen Terroristen. Eine Reaktion des Staates war die Einrichtung der Grenzschutzgruppe 9. Können Sie ganz kurz etwas zum Hintergrund der Einrichtung dieser Spezialeinheit, dieser Antiterroreinheit sagen, bitte? Ja, München 1972, August, Olympische Spiele in München. Terroristen stürmen das Olympiaquartier, nehmen die israelische Mannschaft als Geisel, mehrere. Das Ganze endet im Desaster, weil zu diesem Zeitpunkt wieder mal oder immer noch der Staat nicht darauf vorbereitet war, die Polizeien, die Exekutiven nicht darauf vorbereitet waren, nicht ausgerüstet, nicht ausgebildet. Das muss man zu dem Zeitpunkt verstehen, weil in diesen Situationen, auch in den Jahren vorher, hat es zwar den einen oder anderen Zwischenfall gegeben, aber man hat einfach nicht damit gerechnet, dass diese Radikalisierung bzw. diese Überschreitung der Grenzen in Deutschland durch den interkontinentalen Terrorismus so passieren würde, wie er da passiert ist. Darauf hat man gesagt, nachdem Fürstenfeldbruck bedauerlicherweise geendet hat, ich nenne das einfach mal so, der Staat muss versuchen, sich jetzt zu wehren, irgendetwas ins Leben zu rufen und
daraufhin wurde am 26. September 1972 einstimmig im Bundestag beschlossen, dass es eine sogenannte Antiterroreinheit gibt, gegründet wird, die zur Bekämpfung der Schwerstkriminalität zum einen, das war der damalige Generalauftrag, und zur Bekämpfung des damaligen Terrorismus eingesetzt wird. Das war die Geburtsstunde der GSG 9, wobei man zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht wusste, was die GSG 9 ist, was sie tun soll, wie sie aussieht, wie sie ausgerüstet wird, wie sie eingesetzt wird und ähnliches. Es sollte einfach nur eine Spezialeinheit als Antwort auf das bisherige passieren und das ist, ich denke mal, ganz gut geglückt. Was hat Sie selbst veranlasst, sich dort zu dieser Einheit zu melden? Nach dem 26. September gab es einen Erlass vom Bundesinnenministerium, dass alle Grenzschutzbehörden, es gab 8 Grenzschutzgruppen in Deutschland, deswegen auch GSG 9, das war die 9. Grenzschutzgruppe, alle Behörden, Freiwillige und Willige vor allen Dingen, zu melden haben, die sich zu dieser Einheit melden wollten. Ich befand mich da zum damaligen Zeitpunkt in Bonn. Ich war Zugführer bei einer Grenzschutzabteilung. Meine Aufgabe war es, mit meinem Zug die parlamentarischen Organe zu bewachen, also Bundestag, Bundesrat, Außenministerium, Innenministerium, Präsidialamt, Wilhelmshaven-Schaumburg und ähnliches. Und ich habe mich mit mehreren Kameraden dazu gemeldet, zunächst zum Auswahlgespräch, ob und inwieweit so etwas dann funktionieren sollte mit endgültiger Zustimmung, das war uns allen nicht klar. Aber wir haben es zumindest mal getan, weil wir ja hautnah München mitbekommen haben und haben gesagt, wenn wir einen kleinen Beitrag dazu leisten können, uns zu melden und dabei zu sein, dann tun wir das. Und wenn es dann ein Erfolg wird, dass man auch noch angenommen wird und möglicherweise vielleicht sogar einen Teil dieser sogenannten GSG 9 bilden kann, dann tun wir das gerne. Wenn Sie vielleicht noch kurz sagen könnten, was waren denn die Vorbilder? Wir hatten ja in Deutschland noch nicht so eine Einheit. Gab es andere Staaten, die sozusagen ihre Ausbilder geschickt haben? Oder woran hat man sich orientiert? Zum damaligen Zeitpunkt gab es in Europa nur ein einziges Land, oder ich sag mal, gehört noch mit zu Europa, ein einziges Land, das waren die Israelis. Die waren durch ihre permanenten Bereitschaften und Stand-by-Funktionen und Schläge, die sie von anderen Seiten bekommen haben, einfach damals gut in der Lage, sich zu wehren, das nenne ich auch einfach mal polemisch so, die sich herangebildet haben, die sich entwickelt haben, die Dinge erforscht und aufgebaut haben im Rahmen von Trainingsabläufen, von Technik, von Ausrüstung, von Maßnahmen, strategischen Maßnahmen und waren also allen anderen Einheiten europaweit voraus. Es waren militärische Einheiten, die GSG 9 war eine polizeiliche Einheit, da gibt es einen kleinen Unterschied im Rahmen der Strategie und des Einsatzes. Militärs werden auf eine Art und andere Art und Weise eingesetzt wie Polizeieinheiten. Aber da wir Dinge in diesem Rahmen wahrscheinlich mit übernehmen mussten oder davon ausgehen mussten, dass so etwas mal auf uns zukommt, waren die Israelis mit ihrer Erfahrung einfach unsere Vorbilder und da hat man sich natürlich sehr tief ausgetauscht. Wie wurden Sie ausgebildet mit Blick auf die Tatsache, dass es ja viele weibliche Terroristen, also Terroristinnen gab? Gab es irgendwelche besonderen, sagen wir mal, Verhaltensmaßnahmen, Vorgaben oder Ähnliches, wie man mit Terroristinnen umzugehen habe? Oder waren hier Terroristen gleich Straftäter? Wir als Polizeibeamte sagen, Straftäter ist Straftäter, ob weiblich oder männlich, und Terrorist ist Terrorist. Zunächst mal. In welcher Form, Art und Weise er dann auftritt, in welcher Form, Art und Weise er sich benimmt und eine Straftat begeht, Gabi kann das am eigenen Leibe am besten bestätigen, zeigt dann, wie man mit diesem Terroristen umzugehen hat. Grundsatz ist zunächst mal, einen Terroristen oder einen Straftäter festzusetzen, festzunehmen, nicht zu töten. Darüber muss man ausgehen. Der finale Schuss, der sogenannte, oder viele andere Dinge, sind der Verlauf der gesamten Situation und der Entwicklung einer Lage. Ein Terrorist oder ein Straftäter wird zunächst mal nicht getötet, sondern nach polizeilicher Art und Weise ist er festzunehmen. Ist eine Festnahme nicht mehr möglich, dann muss ein Ausschalten kampfunfähig in irgendeiner Form stattfinden. Und das kann natürlich dann auch in dieser Situation, wie es da passiert ist, durchaus mit dem Tod enden. Gabriele, Sie wurden schon angesprochen, Sie haben hautnah erlebt, Terroristinnen und Terroristen. Haben Sie Unterschiede festgestellt? Wenn ja, welche? Es waren ganz patriarchalische Strukturen. Der eine war Chef und die anderen haben alles gemacht, was er gesagt hat. Aber bei den Frauen wäre ich
sehr vorsichtig, wenn man sagt, die sind nicht so gefährlich wie die Männer. Das ist wie bei den Indianern. Von den Frauen gefoltert zu werden, war viel harter als im Wilden Westen, als von den Männern einfach so erschossen zu werden. Also Frauen können mindestens so grausam sein wie Männer. Haben Sie da ganz konkret eine Szene, in der Sie das beispielhaft darlegen können? Oder war es mehr ein allgemeines Gefühl? Nee, das gibt schon einige Szenen, wo die Mädels zäher waren als die Jungs. Aber da will ich jetzt gar nicht weiter drauf eingehen. Okay, vielen Dank. Frau Diewald-Kerkmann, die Frauen und die RAF ist ja ein Thema, was unter anderem auch von Ihnen erforscht wurde. Deshalb die Frage an Sie, gab es spezielle Unterschiede, zum Beispiel hinsichtlich der Motive, warum Ulrike Meinhof oder ein Bader, um nur die Beispiele zu nennen, sich für den Terrorismus entschieden hat? Oder spielte die Überwindung von Geschlechtermodellen eine Rolle? Gibt es irgendwie etwas, was Sie aus wissenschaftlich gesagt geschlechtsspezifischer Perspektive zu diesem Thema uns sagen können? Also erstmal müssen wir wirklich festhalten, und es ist schon interessant, dass in der Roten Armee-Fraktion und auch in der Bewegung 2. Juni, dass es über 48% Frauen waren. Und wobei ich schon sagen würde, das ist auch ein internationales Phänomen. Bei den Roten Brigaden in Italien haben wir auch sehr viele Frauen gehabt und selbst in Japan in einer terroristischen Gruppe. Das heißt also, dieses Phänomen haben wir in dieser Zeit in etlichen terroristischen Gruppen, dass Frauen auch eine wichtige Funktion haben. Spannend finde ich eigentlich nur, dass diese Frauen nicht nur einen hohen Anteil bildeten, sondern sie waren auch in der Kommandozentrale. Das finde ich eigentlich spannend. Das heißt, wir müssen uns anschauen, Ulrike Meinhof war der absolut theoretische Kopf, die hat die Konzepte geschrieben. Gudrun Enzli hatte eine ganz wichtige Funktion, die vielfach unterschätzt wird, wie wir aber aus Quellen, aus Akten wissen. War sie eigentlich für die sie war für die gesamte finanzielle Situation der Gruppe verantwortlich, sie war der Finanzmensch oder die Frau, die eigentlich wirklich Geld aufteilte, und sie darüber hinaus war sie auch für Strukturen verantwortlich. Also das heißt, die Frauen, oder wir können auch dann sehen, für die zweite Generation hinterher gab es eine Brigitte Mohnhaupt, die sehr dominant war. Es gab später eine Eva Haule. Das heißt also, wir haben etliche Frauen, die also auch Leitungsfunktionen hatten. Nun zu den Motiven. Also wir müssen natürlich zunächst sehen, dass natürlich durch die Studentenbewegung, durch diese Phase, sich natürlich auch etliche Frauen radikalisiert haben. Das heißt also, der politische Bewusstwerdungsprozess war auch bei etlichen Frauen natürlich aus dem studentischen Milieu vorhanden. Interessant ist, wenn man dieses Thema Frauen und Terrorismus diskutiert, wird fast immer angeführt, wie kommt es eigentlich, dass Frauen vor dem Hintergrund der klassischen traditionellen Geschlechterrolle überhaupt diesen Weg gehen, der Gewalt. Ich glaube, und das wissen wir mittlerweile aus der Forschung, die Frauen der Roten Armee-Fraktion haben sich nicht als Frauen definiert in der Gruppe. Und sie haben auch ihr Ziel war nicht, einen Emanzipationskampf der Frauen zu führen. Und ihr Ziel war auch nicht, die Emanzipation der Frau in der Gesellschaft zu entwickeln, sondern sie hatten zur feministischen oder zu der neuen Frauenbewegung in den 70er Jahren eine große Distanz, sondern sie haben sich primär als Revolutionärin gesehen. Das heißt also, und das kam in einem Interview bei Ulrike Meinhof kam das sehr gut, wurde das deutlich, der Kampf der Frauen in der Frauenbewegung, das war ein Nebenwiderspruch. Es ging primär um den Hauptwiderspruch, nämlich das war natürlich die revolutionäre Orientierung. Und wir können wirklich sehen, dass die Frauen, die weiblichen Mitglieder der RAF, hatten keine spezifischen Motive. Sie hatten genau die gleichen Motive wie auch die männlichen Mitglieder und haben sich genauso radikalisiert, unterlagen den gleichen Mechanismen wie eigentlich die männlichen Mitglieder der einzelnen Gruppen genauso. Ja, vielen Dank. Es gab dieses ganz beeindruckende Zitat von Ulrike Meinhof, die gesagt hat, eine spezifisch weibliche Emanzipation sei für sie gar nicht vorstellbar. Lehnte sie ab, genau. Es gibt auch ein anderes Zitat von ihr, welches ich mir notiert habe. Es lautet, die Frage, ob es richtig ist, den bewaffneten Kampf zu organisieren, ist die Frage, ob es möglich ist. Eine Frage an den Rechtswissenschaftler, Herr Günther. Es gibt ja verschiedene Theorien, die sich mit der Frage eines Widerstandsrechts im Staate befassen. Henry David Thoreau, Mahatma Gandhi, verschiedene Theorien sind aufgestellt worden und ja auch in der 68er-Bewegung aufgegriffen worden. Die Frage an Sie, gibt es denn so ein Widerstandsrecht tatsächlich und gibt es es auch in einem demokratischen Staat? Und wenn ja, wann kann man sich denn auf ein solches berufen?
Also die Debatte über das Widerstandsrecht ist so alt, wie es Staaten und Recht überhaupt gibt. Es gibt eine interessante Sammlung von Fritz Bauer herausgegeben im Fischer Verlag, leider vergriffen, der offenbar in unerschöpflicher Arbeitskraft, also neben der Führung des Auschwitz-Prozesses oder Vorbereitung des Auschwitz-Prozesses, dann auch noch einen solchen Sammelband herausgegeben hat mit Textauszügen zum Widerstandsrecht. Das fängt bei den Chinesen irgendwie an, geht über die alten Griechen bis in die damalige, seine Gegenwart, und zu jedem Text hat er auch noch einen Kommentar geschrieben. Thoreau kommt interessanterweise nicht darin vor. Also insofern, glaube ich, kann man sagen, ja, es gibt ein Widerstandsrecht. Aber zu sagen, es gibt allgemein oder abstrakt ein Widerstandsrecht, das ist, glaube ich, zu pauschal. Also man muss da schon sehr differenzieren und nach den jeweiligen Kontexten gucken. Das Hauptproblem beim Widerstandsrecht, wenn man es einfach so pauschal bejaht, ist natürlich, also Widerstand gegen Unrecht ist dann immer gleich die Frage, die dann auch in den Staatstheorien immer wieder sofort diskutiert worden ist. Thomas Hobbes macht das ganz prominent und steht ja am Anfang sozusagen einer modernen neuzeitlichen Staatslehre. Das ist die Frage, wer entscheidet darüber, was das Unrecht ist. Und also um Ihnen das jetzt nicht theoretisch extensiv aufzuführen, ich habe zur Vorbereitung auf diese Diskussion mal auf rechte Internetseiten geguckt. Da wird in der Tat diskutiert, ob die vermeintlichen Rechtsbrüche von Angela Merkel nicht ein Widerstandsrecht begründen. Jetzt auf rechtsradikaler Seite. Und deswegen muss man sagen, mit der allgemeinen Bejahung eines Widerstandsrechts sehr vorsichtig sein. Also grundsätzlich kann man sich, glaube ich, schnell darauf verständigen, dass es natürlich ein Widerstandsrecht gibt gegen krasse, evidentes Unrecht, massive Menschenrechtsverletzungen. Aber wir leben eben gleichzeitig auch, jedenfalls hier, in Verhältnissen, in denen sagen, moderne Staatlichkeit und demokratische Verfassungsstaaten sagen, sehr viele Möglichkeiten institutionalisiert haben, die ein Widerstandsrecht, solange diese Staaten einigermaßen funktionieren, eigentlich entbehrlich machen. Das fängt bei der Existenz von Menschenrechtsgerichtshöfen, Verfassungsgerichten an, auch die normale Gerichtsbarkeit mit Revisionsmöglichkeiten und so weiter. Und dann schließlich der politische Prozess. Das sind alles Möglichkeiten, Unrecht in einem demokratischen Verfassungsstaat namhaft zu machen und dagegen vorzugehen. Auch gegen Unrecht in Gesetzesform. Also dafür sind Verfassungsgerichte da und der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte, also hier jedenfalls in den Mitgliedstaaten des Europarates, ist sozusagen auch eine weitere Möglichkeit, dann darüber hinaus auch noch Menschenrechtsverletzungen vor Gericht geltend zu machen. Also solange so etwas existiert, ist ein Widerstandsrecht entbehrlich. In dem Augenblick, wo alle diese Möglichkeiten nicht existieren und wo massive Menschenrechtsverletzungen von einem Staat geduldet werden, initiiert werden oder selber exekutiert werden, da nähert man sich dann der Frage, ob es da so etwas wie ein natürliches Recht auf Widerstand gegen massives Unrecht gibt. Also wir sind uns, können uns sicher alle hier einigen ganz schnell, dass man Himmler, Hitler und andere hätte erschießen dürfen, dass das natürlich ein legitimes Widerstands, die Ausübung eines legitimen Widerstandsrechts gewesen wäre. Gilt denn das, wenn ich einhaken darf, auch für die theoretische Möglichkeit, man hätte als Geisel Zugriff auf eine Waffe und erschösse dann einen der Geiselnehmer? Ja, das ist keine Frage des Widerstandsrechts, das ist schlicht Notwehr. Ja, also das ist, dazu braucht man kein Widerstandsrecht. Das Notwehrrecht ist sozusagen ein Selbsthilferecht, das der Staat einem in einem kleinen Zeitfenster gewährt, wenn eben staatliche Hilfe gegen einen Angriff nicht unmittelbar verfügbar ist. Aber das Zeitfenster ist sehr klein. Also es muss ein Angriff unmittelbar bevorstehen. Sobald er beendet ist, erlischt das Notwehrrecht auch schon wieder. Dafür gibt es auch gute Gründe, das so eng zu fassen, weil natürlich ansonsten, wenn Selbsthilfe praktiziert würde und jeder sich dann auch noch bewaffnen würde, dann
es gibt ja, wir kennen ja Gegenden in dieser Welt, in der es da ein sehr ausgeprägtes Selbstverständnis von Selbsthilfe gibt. Die Zustände sind dann, glaube ich, auch nicht so lebenswert. Ja, vielen Dank. Stellen wir uns noch einmal die Situation vor. Man ist in der Gewalt von Terroristen. Notwehrwiderstand mag jetzt bei diesem Beispiel beides nicht passen, aber Sie waren oder wussten von einer Passagierin, die Jüdin war und nun Angst hatte, dass, wenn die Terroristen bei der Durchsicht der Reisepässe, und die haben die Reisepässe sich alle angeschaut, um eben auch Juden aufzuspüren, wenn sie eben ihren Reisepass sähen, also den der Passagierin mit den vielen Israel-Einreisestempeln, dass sie dann sicher ein Opfer werden würde. Und dann war es ihre sehr geniale Idee, der Dame zu sagen, sagen Sie, Sie seien überzeugte Christin. Und die Stempel im Reisepass, die israelischen Stempel, belegten nichts weiter als ihre Reisen zu den heiligen christlichen Städten im Morgenland sozusagen. Das ist ja sozusagen eine sehr bemerkenswerte, kluge Idee gewesen, die Ihnen in einer ganz, ganz existenziellen Situation gekommen ist. Woher haben Sie die Kraft genommen, so klar noch zu denken und solche sozusagen dann ja auch erfolgreichen Ratschläge geben zu können in so einer Extremsituation? Man muss mal dran denken, ich war 23 Jahre alt. Aber es war schon immer so, wenn ich mit dem Rücken an der Wand stehe, bin ich richtig gut. Ist einfach so. Ich gucke immer erst, ob jemand anders was macht. Und wenn keiner was macht, krempel ich ganz langsam die Ärmel hoch. Und dann übernehme ich den Laden. Das ist schon immer so gewesen. Das ist heute noch so. Da werde ich mich auch nicht mehr von ändern. Und das war einfach logisch. Also nicht alles Duodessen sind doof. Das hat ja auch niemand behauptet. Also ich habe gedacht, Sie seien 23 Jahre alt gewesen. Sie waren genauso alt wie der sogenannte Captain Mahmoud. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich hätte den für Anfang 30 geschätzt. Der sah auch deutlich älter aus. Ja. Aber wenn Sie sich das jetzt so vor Augen führen, nochmal sich in die damalige Situation hineinversetzen, was sozusagen waren Ihre Vorstellungen von dem, was im Kopf dieses Mannes vor sich geht? Macht man sich darüber Gedanken in so einer Situation oder versucht man tatsächlich, wie Sie, sich darauf zu konzentrieren, hier jetzt sagen wir, erste Hilfe in Anführungszeichen zu leisten? Oder gibt es Momente, wo man schon versucht, darüber nachzudenken, was geht eigentlich in den Köpfen von Leuten vor, die so alt sind wie ich, mehr oder weniger oder ein bisschen älter? Das ist jetzt ziemlich schwierig. Die beste Reflexion habe ich nach Jahren gehabt. Also indem ich die Dinge von links nach rechts überlegt habe. Aber in Aktion tatsächlich musste man ja, um die nächste Handlung oder den nächsten Trick, den ich angewendet habe, um irgendwo Passagiere eben, dass die nicht erschossen werden, ja. Man muss sich das mal vorstellen, auf einem deutschen Flugzeug wurden Juden selektiert. Wieder mal. Ja, also das ist eine so unerträgliche Sache und die bekamen Nummern und sollten sich melden zur Erschießung. Nummer 1, Nummer 2, Nummer 3, ja? Und am nächsten Morgen selbst melden. Das ist ganz wichtig, dass man sich selbst meldet. So, und komischerweise, die Nummern hat er hauptsächlich an hübsche junge Frauen verteilt. Das war ganz einfach ein Sadist. Und das habe ich auch damals gemerkt. Und der war auch verrückt. Also, der ist ein fanatischer Sadist mit großer Freude, Frauen schlagend, quälen, China-Schießung, diese ganzen Nummern. Und dann muss man wirklich sehr überlegen in diesem Moment, wie gehe ich mit diesem Menschen um? Also behandle ich ihn wie ein rohes Ei oder bin ich, leiste ich auch Widerstand? Wie weit kann ich gehen beim Widerstand? Und das muss man ziemlich schnell entscheiden. Hat geklappt. Gott sei Dank. Ja. Bevor ich jetzt gleich die Diskussion öffne, meine Damen und Herren, eine letzte Frage an unseren ehemaligen GSG-9-Beamten. Der Einsatz dauerte 7 Minuten, die Befreiung der Geiseln. Sie haben ja eingangs erzählt, warum Sie zur GSG-9 gegangen sind, wie Sie sich vorbereitet haben. Und jetzt gibt es tatsächlich die Möglichkeit dieses Einsatzes. Frage erstmal an Sie, was geht einem unmittelbar bevor dieser Einsatz beginnt durch den Kopf und wie schafft man es tatsächlich, so schnell so erfolgreich zu sein?
Zunächst mal ein kleiner Einwand, keine Korrektur. Der Einsatz dauerte 7 Minuten inklusive der Evakuierung. Der Einsatz, der Feuerkampf selbst hat 1,5 Minuten gedauert und dann begann schon während des Feuerkampfes die Evakuierung. Das heißt, nach 7 Minuten war die Maschine leer und die Geiseln befanden sich in Sicherheit. Was geht einem durch den Kopf? Natürlich waren wir nicht nur angespannt, sondern da war auch irgendwas im Körper, was mit Angst zu tun hat. Es ist aber eine andere Angst, als wenn ein kleines Kind in den Keller geht und Angst vor Mäusen hat oder vor der Dunkelheit. Sondern das ist eine Angst oder eine Spannung, eine Anspannung. Und so geht es auch dem Polizeibeamten, der kurz vor dem Einsatz steht, SEK, MEK oder verschiedene andere Spezialeinsatzeinheiten. Schaffe ich das, was ich vorher mal gelernt habe? Schaffe ich das, was wir trainiert haben? Funktioniert das? Habe ich einen Schwachpunkt in meinem Team? Wer ist der Schwachpunkt? Habe ich den vorher richtig erkannt oder habe ich den nicht erkannt? Klappt das mit den Leitern anlegen? Gibt es Geräusche, die wir vorher nicht einkalkuliert haben und ähnliches? Stimmt die Ausrüstung? Ist die Waffe in Ordnung? Ist meine Munition in Ordnung? Bin ich so weit gut drauf, dass ich das jetzt alles schaffe? Denn wir haben vom Standby bis zum Abmarsch noch fast 1,5 Stunden relaxed. Das heißt, relaxed in Anführungszeichen. Da sitzt man und wartet und der Körper arbeitet. Man weiß genau, es geht jetzt irgendwann gleich los. Aber das merkt man also schon. Da spielt sich also schon eine Menge ab. Das andere, wenn man dann unterwegs ist oder wenn das Kommando zum Abmarsch kommt und wir haben einen ziemlich langen Weg gehabt, das waren fast 900 Meter zur Annäherung zur Maschine, dann kommen auch da zwischendurch wieder einige Dinge, die nicht kalkulierbar waren. Da ist zum Beispiel der von mir immer wieder viel zitierte Vogelschwarm, der kurz vor der Maschine aufgeflogen ist. Und das waren nicht 20, 30 Vögel, das waren 200, 300, 400, 500 Vögel, die wir aufgeschreckt haben und die ein derartiges Geschrei gemacht haben, dass wir innerlich gesagt haben, das muss man gehört haben. Das muss mitbekommen worden sein in der Maschine, weil das war so laut. Wir waren also völlig geschockt, sind runtergegangen. Natürlich lief in der Maschine die Ground Power, die macht auch Krach. Und wenn man dann hinterher recherchiert oder nachfragt, dann sagt man, ja, also die Geräusche waren, es war kein Geräusch zu hören. An der Maschine beim Leiteranlegen vielleicht das eine oder andere, aber das hat andere Gründe. Aber das nicht. Aber alles dies geht natürlich den annähernden Kräften durch den Kopf. Und wenn man dann an der Maschine ist, dann geht eigentlich alles sehr schnell. Das, was wir dort gemacht haben, man darf das nicht missverstehen. Eine Spezialeinheit, insbesondere die GSG 9 in diesem Fall, wartet nicht gierig auf einen Flugzeugsturm, um sich beweisen zu wollen. Das ist vielfach immer mal in der Presse aufgekommen, das ist aber bitte nicht der Fall. Sondern wir haben einen Auftrag, der Auftrag heißt, die Geiseln zu befreien, vorrangig diese Menschen zu befreien. Nur bevor eine Befreiung stattfindet, muss man erstmal die ausschalten, die die Geiseln gefangen genommen haben, dann erst kann eine Befreiung stattfinden. Also ist dies ein Verlauf einer Kombination von verschiedenen Abläufen, die dazu führt, dass letztendlich dann auch wirklich die Geiseln befreit wurden. Und die GSG 9 ist auch nicht und auch andere Einheiten nicht zum Töten gegründet worden, sondern um einen ganz klar, mit einem ganz klaren rechtsstaatlichen Auftrag, der auch dann wahrgenommen wird. Und dieses, was wir dort getan haben, ist ein Erfolg eines jahrelangen harten Trainings gewesen, nämlich genau 5 Jahre seit der Gründung bis 1977 ist es dann das erste Mal passiert, dass ein solcher Top-Einsatz, ich nenne ihn mal diesen Top-Einsatz, weil darüber gibt es in der Gefährlichkeit und in der Brisantheit keinen, der so etwas dann rechtfertigt und letztendlich dann auch wie in diesem Fall so zu einem solchen Erfolg geführt hat. Vielen Dank. Gott sei Dank war es ein Erfolg. Meine Damen und Herren, Sie haben jetzt die Gelegenheit, 2 Wissenschaftlern, 2 Zeitzeugen Fragen zu stellen, die Ihnen vielleicht jetzt während der Diskussion gekommen sind oder die Sie immer schon einmal stellen wollten. Ich bitte Sie, melden Sie sich, wer möchte. Bitte. Er ist hier vorne. Sagen Sie vielleicht kurz Name und wer Sie sind. Mein Name ist Oliver Koss. Ich bin ein Bekannter von der GAWI. Ich hätte an den Herrn ganz links, Ihr Name ist mir jetzt nicht... Herr Günther. Eine Frage, Sie sagten was zu den Grenzen der Rechtsstaatlichkeit und da ging es um das Kontaktverbot, was in Stammheim wohl stattgefunden hat. Hätte ich als erstes mal die Frage, meinten Sie das Kontaktverbot der Insassen untereinander oder mit den Rechtsanwälten? Mit den Anwälten. Meine
Zweite Frage schließt sich dann an, halten Sie das wirklich für einen Verstoß gegen rechtsstaatliche Prinzipien? Weil es hat ja praktische Auswirkungen gehabt, dass man verhindert hat, dass Informationen, Aufträge aus der Justizvollzugsanstalt nach draußen gelangten und für Personen, für Geiseln, für sonstige Anschlagsopfer, potenzielle Anschlagsopfer, ja auch praktische Auswirkungen gehabt hat. Das hat ja den Insassen, den Stammheimer Gefangenen ja nicht die Möglichkeit verwehrt, irgendwelche rechtsstaatlichen Möglichkeiten wahrzunehmen im Anschluss an die Entführung. Ja, ich habe ja nicht gesagt, dass es sozusagen den Rechtsstaat verletzt, aber es ist schon hart an der Grenze. Denn das Einzige, was einem Gefangenen in der Isolation ja noch bleibt, ist der Kontakt zu seinem Anwalt. Wenn man sozusagen auch das noch kappt, da muss man schon sehr, sehr starke Gründe anführen. Das Bundesverfassungsgericht hatte über das Kontaktsperregesetz zu entscheiden und hat gesagt, ja, der staatliche Schutzauftrag, eben das Leben zu schützen, hat so überragende Bedeutung, dass diese Kontaktsperre, also jedenfalls in Richtung auf die Rechtsanwälte, keinen Eingriff in die das Recht auf eine rechtsstaatliche Verteidigung und Handlungsfreiheit und so weiter ist. Ja, klar. Ich sage ja, an der Grenze der Rechtsstaatlichkeit, weil das natürlich eine Situation ist, ein Staat muss immer beides tun. Er muss das Leben schützen, das ist sein Auftrag, ja, mit den rechtlich zulässigen Mitteln, und er muss gleichzeitig bei dem Schutz des Lebens der Bürger selber aber Regeln und Prinzipien wahren, die eben rechtsstaatlich sind. Das ist sozusagen das Dilemma eines jeden Rechtsstaates. Menschenrechtsschutz kann nicht bedeuten, dass man alles machen darf, und man muss die Menschenrechte immer aller Beteiligten im Auge behalten und notfalls natürlich abwägen. Und das ist sicher eine Situation, wo man sagen kann, ja, okay, wenn tatsächlich Anlass zu der Befürchtung besteht, dass auf diese Weise das Leben der Geisel, also damals ging es ja um Schleier, nur dadurch irgendwie eine Chance besteht, es zu schützen, indem man eben diese totale Kontaktsperre verhängt, ja, aber bedenklich finde ich es trotzdem. Es ist also ja nur eine kurze Anschlussfrage, ja, ja. Es ist ja nur eine Kontaktsperre für die Zeit der Entführung gewesen. Ja. Darüber hinaus ja nicht. Also bei jetzt so Sachen, wo es jetzt um rechtsstaatliche Prinzipien geht, Gefgen-Daschner-Entführung ist jetzt ein anderer Fall, aber es ging auch um Geiselnahme, wäre ich jetzt bei Ihnen. Aber in dem Fall mit dieser Kontaktsperre aus dem Gefängnis raus, halte ich das für ein bisschen überzogen. Man darf ja nicht vergessen, dass die Waffen auch von den Verteidigern reingeschmuggelt wurden. Einigen, von vier. Ich wäre immer ganz vorsichtig, wenn man von diesen Verteidigern, da musste man schon sehr sehr sorgfältig differenzieren. Es hat etliche gegeben, die sehr gute, wirklich eine sehr gute Verteidigung geleistet haben. Sind vier gewesen, die tatsächlich aber auch selbst in die Illegalität gegangen sind. Hier finde ich schon ganz schön viel. Für von 70 finde ich das. Wir haben über 70, allein im Sommer 1977 gab es gegen 51 Anwälte Disziplinarverfahren. Also das war eine große Menge an Anwälten. Ja, schauen Sie an Ströbele, Schilly, wir können ja ganz viele aufzählen. Ne? Ja. Bitteschön, der Herr. Peter Paul Huth, ich habe eine Frage oder Anmerkung. Im Film sieht man ja auch viel sozusagen die quasi künstlerischen, in Anführungszeichen, Ambitionen späterer RAF-Mitglieder, Holger Mainz, seine Filme auf der DFFB, Andreas Bader auf der Kunsthochschule, dann Klaus Lemke macht diesen Film, der quasi so eine Art nachträgliche filmische Legitimation und Illustration. Nochmal Margarete von Trotter liest da ihre revolutionären Parolen. Am Ende sieht man dann nochmal Rainer Werner Fassbinder in dem berühmten Deutschland im Herbst-Film. Und ich frage mich, mein Eindruck, als ich das alles gesehen habe,
welches Ausmaß an Narzissmus darin steckte, in dieser RAF-Generation. Also auch Ulrike Meinhof, die in allen Talkshows, nannte man damals noch nicht so, Diskussionsrunden, wird von Eugen Kogon vorgestellt. Es war ja nicht so, dass Ulrike Meinhof die einzige war, die kritische Fragen gestellt hat. Also jemand wie Eugen Kogon hat vielleicht viel kritischere Fragen gestellt, den SS-Staat geschrieben, aber Ulrike Meinhofs Selbstdarstellung sozusagen als Mutter Teresa der armen Mädchen in der Fürsorge und anderswo. Also mir fällt auf, ein unglaubliches Maß an Narzissmus, also einem aggressiven Narzissmus. Was würden Sie dazu sagen? Vielleicht erstmal. Ja, gut. Wenn man diese Filmaufnahmen sieht, kann man tatsächlich diesen Eindruck gewinnen. Das würde ich auch sagen. Ich glaube, Sie haben auch dahingehend recht, diese Anteile waren da. Und bei etlichen. Wobei wir natürlich sagen müssen, dass auch die künstlerische Szene insgesamt sehr politisiert war in dieser Zeit. Also ich würde jetzt nicht nur Fassbender und Ulrike Meinhof und andere, sondern wir haben etliche Beispiele, wo wir sagen können, dass auch die Kunstszene enorm politisiert wurde in dieser Zeit. Trotzdem habe ich Probleme mit solchen Erklärungsmustern, weil ich denke, psychologische Erklärungen werden allein der Komplexität des Themas nicht gerecht. Also wir müssen, glaube ich, aufpassen, dass wir nicht zu leicht psychologisieren, weil es ist schon umfangreicher gewesen. Also das mag ein Aspekt gewesen sein, d'accord, aber ich würde da noch andere Erklärungsmuster anführen wollen. Weitere Fragen? Da hinten bitte, danke. Lale Artun, ich hätte eine Frage, und zwar, Sie hatten gesagt, die Dame links hatte gesagt, dass sich die Gründe oder die Motivation der ersten Generation und der zweiten Generation unterscheiden. Sie hatten dann auch gesagt, die dritte wäre auch nochmal was anderes und kam jetzt nicht mehr dazu, was dazu zu sagen. Deswegen wollte ich nochmal nachfragen. Ja, also wie gesagt, bei der ersten Generation, die hatten schon diese Dimension, die zweite, da ging es nur noch um die Befreiung der Gründungsmitglieder. Bei der dritten ist es ja schon interessant, die dritte Generation hat nochmal versucht, eine Politisierung zu erfahren, und zwar haben sie versucht, mit der Aktion direkt mit einer französischen terroristischen Gruppe zusammenzuarbeiten. Nur das misslang. Also es gab diese Ansätze, die haben auch 1982 ein Papier nochmal, ein Strategiepapier herausgegeben, aber trotzdem kann man sagen, dass sie diese politische Dimension der ersten Generation nicht mehr erreicht haben. Aber wir müssen auch sehen, das waren aber auch nur noch wenige Mitglieder. Also die dritte Generation, müssen wir uns vorstellen, 10 waren ja in der Ex-DDR, etliche waren inhaftiert. Also es war eine ganz, ganz kleine Gruppe, wovon wir in der Regel auch noch nicht mal etliche Täter kennen wir gar nicht aus der dritten Generation. Das ist ein anderes Problem. Oder beziehungsweise ihre Taten können wir teilweise kaum einordnen. Weitere Fragen? Wenn das nicht der Fall ist. Darf ich noch ganz kurz was sagen? Mich hat das mit diesem Narzissmus, ja, das sage ich die ganze Zeit schon, dass jeder Terrorist aus einer tiefen narzisstischen Kränkung heraus agiert. Warum sollte er denn sonst Terrorist werden? Er will Recht haben. Er will Recht haben und er möchte glänzen und er möchte ins Paradies gehen und er möchte gewinnen. Also da würde ich direkt etwas amüsant gegen. Wir haben viele, die diese Tendenz haben und trotzdem nicht zu Waffen greifen. Also ja, also ich glaube, das alleine reicht. Ja, glaube ich schon. Das glaube ich schon, dass wir dieses Phänomen haben wir bei etlichen. Schauen wir uns nun mal in der Politik um, da haben wir das bei vielen. Aber es müssen weitere Faktoren dazukommen, um diesen Weg zu gehen. Und was ich auch noch mal vielleicht noch herausstellen möchte, dieser Weg ist ja nicht, das wurde ja teilweise etwas glorifizierend dargestellt. Die Realität sieht ja anders aus. Die Realität, diese Illegalität heißt, man muss wirklich zu Familienmitgliedern abbrechen, man muss alle Kontakte abbrechen, das ist ein solcher Einschnitt, ja. Also von daher denke ich nicht, dass nur dieses psychologische Motiv alleine erklärt, sondern es sind andere Faktoren, aber es ist eine der Basisvoraussetzungen, um Terrorist zu werden, finde ich. Aber das ist meine persönliche Meinung. Ja, okay. Gut, aber das schließt sich ja nicht aus. Es ist ein Faktor von mehreren und darauf können wir uns, glaube ich, einigen.
Jetzt möchte ich mich ganz herzlich beim Podium bedanken. Gabriele von Lutzau, Gisela Diewald-Kerkmann, Klaus Günther und Dieter Fox. Herzlichen Dank, dass Sie hier waren, ihr hier wart und mit uns diskutiert habt. Vielen, vielen Dank. Damit ist unsere Auftaktveranstaltung beendet. Wir hoffen, Sie nächste Woche Dienstag hier wiederzusehen im Kinosaal des Deutschen Filmmuseums. Einen schönen Abend.